Liebe Brüder und Schwestern, eine große Zahl von Geboten und Verboten gab es im jüdischen Gesetz, manchmal ganz unüberschaubar und verständlich diese Frage, ja, welches Gebot ist denn eigentlich das erste und wichtigste von allen? Und Jesus erfasst es zusammen, diese beiden Gebote zu einem einzigen Gebot, zu einem Doppelgebot: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ja, so weist Jesus neu darauf hin, was wirklich zentral ist in den Geboten Gottes, ja, was das Herzensanliegen unseres Vaters im Himmel ist. Und schon im Alten Testament spricht Mose zum Volk Israel diese Worte Gottes aus: Höre Israel, ja, zuerst kommt das Hören. Das gilt auch für uns. Bevor wir etwas tun, bevor wir ja überlegen, müssen wir hinhören auf das Wort Gottes. Hören, was sagt Gott zu uns, was sagt er mir? Ja, was ist sein Wille, sein Plan? Jesus sagt einmal: Wer mich liebt, hält fest an meinem Wort. Und mein Vater wird ihn lieben, wir werden zu ihm kommen und bei ihm Wohnung nehmen. Ja, Gott möchte in uns wohnen. Und er sagt auch: Wer mich liebt, hält meine Gebote. Ja, wenn wir Gott wirklich, wirklich lieben, dann halten wir seine Gebote, nicht weil wir müssen, sondern weil wir einfach von Herzen diesen Wunsch haben, weil es uns ein Herzensanliegen ist, weil wir einfach mit Gott verbunden leben wollen. Dann tun wir nichts, was ihm missfällt. Und diese Gebote Gottes sind ja keine Einschränkung, keine Verminderung unserer Freiheit. Er möchte ja nicht, dass wir die Freude, die Freiheit verlieren, sondern er möchte sie uns schenken. Denn die Sünden sind es, die uns versklaven. Die Sünde ist es, die uns die Freude nimmt. Die Freude raubt das Licht. Jesus ist unsere Freude, die Quelle unseres Friedens, unserer Hoffnung und Zuversicht. Er ist dieses wahre Licht, das uns immer wieder neu erleuchten möchte, das alles Dunkel in unserem Herzen, das Dunkel der Sünde vertreibt, besonders in der Beichte. Wenn wir zur Beichte gehen, jetzt können wir ja auch den vollkommenen Ablass für unsere Verstorbenen gewinnen, durch die Beichte, durch die Kommunion, durch unser Gebet. Ja, wir können für andere bitten. Ja, bitten wir füreinander, dass wir Gott aus ganzem Herzen lieben. Aber diese Liebe findet ihren Ausdruck auch und gerade in der Liebe zum Mitmenschen. Der heilige Apostel Johannes sagt ja: Wie können wir Gott lieben, wenn wir unsere Brüder verachten, unsere Mitmenschen nicht lieben, wenn wir unsere Brüder und Schwestern vielleicht sogar hassen? Das passt nicht zusammen. Wer Gott wirklich liebt, muss auch seine Mitmenschen lieben, in Liebe begegnen. Der muss etwas von dieser Barmherzigkeit Gottes in sich tragen und den Mitmenschen schenken. Ja, das ist die wahre Liebe zu Gott, dass wir auch Güte, Barmherzigkeit und Freundlichkeit gegenüber unseren Mitmenschen zeigen. Ja, bitten wir den Herrn, er möge uns stärken, uns erleuchten. Jesus, der wahre hohe Priester ist, der für uns sein Leben am Kreuz ausgehaucht hat, als Kaufpreis für unsere Erlösung vergießt er sein Blut. Da wird diese unermessliche Liebe Gottes zu uns sichtbar, greifbar. Da möchte der Vater im Himmel uns neu zeigen, wie sehr er uns liebt, weil er seinen eigenen Sohn für uns hingibt.
Ja, und dieses Kreuzesopfer wird präsent bei jeder heiligen Messe. Es ist nicht etwas, was nur in der Vergangenheit vor ungefähr 2000 Jahren passiert ist. Dieses Opfer Christi, dieses Kreuzesopfer ist zeitlos, überzeitlich. Es wird präsent, wenn wir die heilige Messe feiern. In der heiligen Eucharistie wird dieses Opfer des neuen Bundes für uns erfahrbar. Da schenkt sich Gott selbst uns. Er schenkt uns sein göttliches Leben. Und wenn wir die heilige Kommunion empfangen, dieses kleine Stück Brot, ist es Jesus selber, der zu uns kommt. Ja, bemühen wir uns, ihn würdig zu empfangen. Und wenn wir uns einer schweren Sünde bewusst sind, dann kommen, empfangen wir nicht, sondern gehen wir zuerst zur Beichte, damit uns die Kommunion nicht zum Gericht wird, sondern zum Heil und zum Segen. Ja, möge der Geist Gottes uns erleuchten, uns führen und stärken, dass wir diese Wahrheit, diese Wirklichkeit unseres Glaubens immer tiefer erkennen und unser Leben danach ausrichten. Ja, lieben wir den Herrn aus ganzem Herzen. Lassen wir diese Flamme der Liebe in uns brennen. Lassen wir uns neu erfüllen von seinem Geist. Und ich muss dabei an ein Bild denken, wenn in unserem Kloster die Heizung ausfällt. Ja, wenn diese Flamme im Heizungsofen erlischt, wird alles kalt. Und alles, was daran angeschlossen ist, wird kalt. Wir spüren auf einmal keine Wärme mehr. Gerade jetzt, wenn es kühler wird, wenn die Tage kürzer werden, ja, wenn die Wärme abnimmt, dann drehen wir gerne die Heizung auf, dann haben wir es gern, dann ist es angenehm für uns, wenn da beim Heizkörper Wärme abstrahlt. Aber wenn diese Flamme im Heizungsofen erlischt, manchmal passiert das auch bei uns, ja, dann wird alles kalt, der Wärmetauscher zieht sich zusammen, das Wasser läuft aus, es gibt eine kleine Überschwemmung. Ja, das ist ein Bild dafür, wenn in unseren Herzen diese Flamme der Liebe erlischt. Jesus möchte uns immer wieder neu entzünden mit seinem Geist. Ja, lassen wir uns neu entflammen von ihm, damit alles in uns, um uns herum, diese Wärme Gottes spüren kann, damit nicht Kälte unser Herz ergreift. Denn da, wo Kälte ist, da fühlen wir uns nicht wohl, da können wir nicht leben. Wir brauchen diese Wärme, diese Nähe der Liebe Gottes. Ja, bitten wir Jesus, er möge uns helfen, dass wir die Sünde besiegen, dass wir seine Gebote halten und dass wir in dieser Liebe zu Gott und den Mitmenschen wachsen. Er möchte uns dazu stärken. Amen.